Jetzt muss ich versuchen, es nochmal zu machen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu ICO. Wir spielen jetzt zum zweiten Mal diese Passage, da ich ja letzte Folge schon erwähnt habe, hier gibt es ein paar technische Probleme mit meinem Rechner. Es sind jetzt allerdings nur 12 Minuten oder was waren, die jetzt flöten gegangen sind. Ungefähr. Allerdings ist jetzt der Überraschungseffekt nicht mehr gegeben, denn wir wissen ja schon, was wir machen müssen ungefähr. Aber wir tun natürlich so, als wäre jetzt echt total richtig. Neu. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich übergebe nochmal. Vielen Dank. Nochmal. Das Pad. Richtig. Die beiden sind schon wieder eingeschlafen. Ich spiele mich mal warm. Genau. Ne? Erstmal gucken, wie es funktioniert. Ja. Also die Steuerung ist ja relativ einfach. Man springt, man kann auch schlagen. Mit unserem nagelneuen Morgenstern, den wir letzte Folge jetzt gekriegt haben. Wie gesagt, mit dem Laserschwert. Keine Ahnung, ist dann nochmal an euch die Frage gerichtet, wie es denn sein kann, dass da jetzt ein Morgenstern kam und nicht das Laserschwert. Vielleicht muss man das Spiel dreimal durchspielen, um das dann zu bekommen. Ich weiß es nicht. Also eigentlich ist ja da unten auch die Tür schon zu sehen. Ja, richtig, also, ja. Das meinte ich vorhin auch schon in der Aufnahme, die jetzt nicht mehr da ist. Dass man da unten schon was sieht. Und die Kiste haben wir ja letzte Folge da oben reingeschoben. Platziert. Und haben es wäre ja auch kein Fehler gewesen, theoretisch sie runter zu schieben. Ne? Weil man hätte ja aus Versehen dann nochmal, wenn man hier runtergekommen ist, zurückkommen können. Ja. Whee! Die hat... Ist da gelandet, wo sie programmiertechnisch landen sollte. Flummis gefüllt. So, dann würde ich sagen, ist der Weg... Also wie gesagt, wir haben es ja eben schon mal gespielt, deswegen sind wir jetzt gerade nicht mehr blind und der Überraschungseffekt ist halt leider flöten. Von daher sind wir jetzt den Weg, den wir laufen, den kennen wir jetzt schon. Ist ja jetzt nicht schlimm. Nein, das wird uns ist auch nicht viel passiert. Der geneigte Viewer wird uns das mit Sicherheit verzeihen. Hoffe ich doch mal. Vielleicht ist auch der geneigte Viewer sehr dankbar dafür, dass es mal zügig vorangeht. Zügig. Ach ja. Kommt zum Zuge. Genau, da konnten wir zuerst mal den Prügel ausprobieren. Die Stärke des, des Prügels. Des Kolbens, das erste Mal sozusagen. Die klingt auch wie in so einem schlechten Pornofilm eigentlich, ne? Ja. Die Stärke des Kolbens. Der hat das doch tatsächlich durchaus in sich, muss man sagen. Ja, der hat eine große Evasion. Ja, und das war schon. 3 Gegner. Sieht echt aus wie Pfützen, ne? Da oben so. Eigentlich nur wie Pfützen und nicht wie Wasser. Also irgendwie merkwürdig. Komisches Gebilde. Sie rennt aus irgendwelchen komischen Gründen jetzt in die andere Richtung. Weil sie Wasser scheut. Ändert alles nichts. Sie muss trotzdem durch die Pfütze und hier hoch. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir da aktiviere wieder. Die Tür. Besten Dank dafür. Dann lass uns den nächsten Raum betreten. Aber ich hätte mir ja was im Freien gewünscht, aber bekomme in eine Höhle. Etwas Dunkles. Gut. Aber gleich kommen wir ins Freie. Mal wieder. Ich werde jetzt wagemutig sein und schönes Flüsschen. Den Weg beschreiben. Ich stell dir das mal vor, so ein richtig schön fett gerenderter, geiler, mega hochauflösender Grafik. Also, würde ich mich für anmelden. Dann würde ich tatsächlich nochmal spielen. Ja. Vielleicht sogar einen Speedrun draus machen. Ich meine, wenn sie alles beibehalten und nur die Grafik aufpimpen, dann ist es natürlich charmant, ne? Wenn man das Spielprinzip selbst nichts ändert. Ich habe ja nun leider nicht so viel von dem originalen Shadow. Mehr in Erinnerung, ja. Nicht mehr so viel Erinnerung, deswegen kann ich nicht sagen, ob sie das Remake sehr nah am Original gehalten haben. Sie. Haben. Also sie haben alles sehr, sehr nah am Original gemacht. Sie haben tatsächlich nur, das Thema hatten wir ja auch schon, glaube ich, oder habe ich auch schon mal öfter in irgendeinem anderen Video von mir erwähnt, auf einem anderen Kanal, dass wenn man ein Remake baut, tatsächlich Shadow of the Colossus einfach mal als Vorlage nehmen soll, weil es einfach nur 1:1 dasselbe Spiel ist. Es sieht einfach nur verdammt geil aus. Ja, ich finde auch, das ist... Und das sieht natürlich auch verdammt geil aus. Ich muss diesen Moment nochmal ganz kurz nochmal verinnerlichen, weil er so schön ist. Sieht gut aus. Ist schön, ja, so eine schöne Einlage. Und ich denke mal, jeder von uns wünscht sich auch, um das Thema nochmal aufzugreifen, ja,
ein Final Fantasy VII Remake, genauso wie es damals richtig war, nur mit verfickt geiler Grafik. Aber Entschuldigung mein Slang, aber jeder wünscht es sich. Ich glaube, es wird ein Traum, ein Wunschtraum es bleiben. Es wird auf jeden Fall ein Wunschtraum bleiben. Weil wir sind einfach nicht die Zielgruppe. Ich weiß nicht, wer ist der Hauptentwickler? Tabata ist es ja nicht mehr. Nomura? Ja, ich glaube Nomura. Nomura? Der muss natürlich wahrscheinlich seinen eigenen Flow mit reinwerfen in das Spiel. Das ist halt. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber das sind auch wahrscheinlich die Geschmäcker natürlich wieder von Generation zu Generation natürlich verschieden. Auf jeden Fall. Wir beharren halt drauf auf geiler Grafik und selben Spielstil und andere Leute wollen halt einen anderen Spielstil, aber das ist im Kern halt das gleiche haben. Ja. Warum eigentlich nicht, ne? Aber. Ja, also, doch, mach du einfach mal. Oh. Safe ist sicher, sicher. Nimmst wieder den Dreier-Slot. Ich hab irgendwie. Kreis, muss ich also, glaub, sie muss auf jeden Fall auch da sein. Ich glaube, das liegt ebenfalls auch da. Ach, sie genau, das Sofa auch noch nicht aktiv. Stimmt, es wird ja auch erst aktiv. Ja, es fängt an zu blinken. Ja, sie aktiviert das Sofa und die Türen. Blink, de blanc, de blanc, blanc. So, Nummer 3. Yes. Ja, wir waren schon mal da. Ach Mensch. Es war in einer anderen Zeitreise, in einem Paralleluniversum. Wir sind Zeitreisende. Genau. So, gespeichert. Hat ziemlich lange gedauert. Aber wir sind auch viel schneller vorgekommen als eben. Richtig. Sind bei. Genau. Ganz kurz mal eben hier geschaut. Ja, ich hatte mich ja schon über dieses. Du bist schon mal um 50% schneller. Wahnsinn, ne? Ja, so kommen die Speedruns zustande. Die Leute spielen das. Immer sehr und immer oft wieder und haben einfach irgendwann den Flow komplett verinnerlicht und dann läuft das einfach. Genau. Jetzt wissen wir auch mittlerweile schon, dass wir dieses Rohr da hoch müssen. Richtig. Und dort dieses Türmchen verschieben. Richtig. Müssen, um an einen Schalter ranzukommen. Aber dann. Aber dann? Dann passierte es. Dann passierte es. Dann kam der Bluescreen. Er wird natürlich nicht nochmal kommen. Ah, oh, das ist schlimm. Weil ich das Ding diesmal nämlich komplett durchschiebe. Nicht wie vorhin. Ich wollte einfach nur den Effekt so ein bisschen auskosten hier. Ausrollen lassen, sozusagen. Jetzt vielleicht auch ziehen können, ne? Das wäre. Aber ich denke mal, der Abschnitt, der Abstand ist. Ich schau mal. Ist ok. Oh, ich glaube, da bin ich. Beim ersten Mal, Mensch! Das war Wahnsinn, ne? Schalter, Brücke runter. Brücke runter. Und Bluescreen. Und Bluescreen. Nein. Nein, wir wollen es ja nicht. Nein. Das ist halt echt. Dieser Fehler ist halt echt so willkürlich. Das ist. Keine Ahnung. Man weiß halt nicht, woran es liegt. Man weiß nicht, wann er kommt. Das ist halt ein Glücksspiel. Ein Glücksspiel? Das ist echt ein Glücksspiel. Ach Mensch. So. Na, was für ein Zufall. Hauen wir die Leute. Hallo. Freunde. Ab jetzt sind wir wieder. Eigentlich ist es doch total gefährlich, ja, mit ihr quasi direkt auf dem schwarzen Grund zu stehen, ne? Weil man ja. Nee, sie müssen die erst, müssen sie erst schnappen und die dann da reinziehen. Nun habe ich sie wenigstens direkt vor der Nase, ne? Das hat richtig, auch Vorteil. Zack, bumm, zack, bumm. Lassen sie kurz spawnen und dann. Ja, oder war. Ich meine, es gibt noch weitere Schergen. Ich denke Finsternis. Die Musik ist ja auch noch. Guck mal, sie ertönt noch und die Höhle ist auch noch da und da kommt jetzt auch noch einer. Ja, raus. Sie dreht sich auch schon. Ja, guck mal hier, da. Überall sind sie. Trachten nach meinem Leben. Wollen mich in die Dimension. Hey, komm mal her! Die Dimension der Finsternis zerren. Es kommt. Durch ein Dimensionstor. Nun ja. Ach, da ist er. Ja, der hat nämlich. Siehst du? Der dachte, ich bin. Ne, ich hab ja nur. Ja, das hast du. Ich bin. Ja, hier. Der dachte ich. Schön, Thomas Gottschalk. Ja. Ja, das ist hier. Ja, hier. Das. Und jetzt immer noch wer da. Ja, die das kommt ja von allen Seiten. Pass auf nicht, dass du runterfällst. Ja, nee, ich balanciere hier schon so. Ist denn da los? Das ist ja extra so gemacht. Vielleicht gehst du einfach mal auf die Brücke. Ja, man muss wahrscheinlich sich ein bisschen bewegen, damit. Ach, guck mal hier, siehst du jetzt, da sind there sie schon. Ja, da kommen sie schon. Na, dann komm mal hinterher hier, Freundchen. Komm mal her. Na los. Ja, traust du dich nicht, wa? Ja, so ein Kolben hätte ich auch Angst. That's what she said. Richtig. Ey. So, jetzt aber. Ich glaube. Oh, vorsichtig! Puh, Leute. Aha. Aha. Ich muss sie kurz alleine lassen. Ja. Wir machen das schon. Ich laufe jetzt mal weiter. Keine Angst. Ich bin auch alleine sehr umgänglich.
möchte mal anmerken, dass ich jetzt schon deutlich mehr kämpfen musste als in der letzten Folge, glaube ich, jetzt zusammengefasst. Was mit dem Kolben aber natürlich absolut kein Problem ist. Der hat sich jetzt durchaus bewährt. Mal sehr unspektakulär aus. Follow the path. Mir gefällt die Kameraeinstellung hier nicht. Man sieht nicht so richtig, was einen erwartet. Sieht alles safe aus. Noch. Oh, schaut doch mal hier. Guckt euch doch mal bitte diese herrliche... Ach, da möchte man sich doch einfach nur hinsetzen und ein bisschen relaxen. Aber von alleine rettet das Mädchen sicher nicht. Also ist die Arbeit dann das Vergnügen. Ja, wurden gerade Zeuge eines weiteren wunderschönen Sonnenlicht-Momentes. Da freue ich mich ja schon auf die Bearbeitung, wie du dich da so. Ich musste gerade nochmal. Wie du da so gekommen bist. Ich musste gerade nochmal kurz anhalten. Okay. Um das zu genießen, sozusagen. Wo bist du denn da jetzt? Bin jetzt oben drauf? Ja, ich bin quasi jetzt durch so einen Höhlenabschnitt gekommen, bin jetzt quasi auf der anderen Seite. Hinter der. Ich sehe schon. Also nicht hinter, quasi aber. Quasi über dem Schalter. Eine das, Ebene ja. drüber, ja. Okay. Da war jetzt okay. Da war die Brücke, ne? Ja. Dann bist du da. Irgendwer hat jetzt hier so eine komischen Dinger in den Weg gelegt, aber das. Okay. Ja, ist doch gut. Sieht doch gut aus. Stört mich nicht. Die Treppen sind, glaube ich, genau, deine Freunde. Was ist nichts. Das hier ist, ich denke mal. Nischt. Das können wir erstmal. Sieht nach nischt aus. Ignorieren. Aha. Hi. Ein Fahrstuhl. Ein. Yes, aber ein komischer. Oh ja. Da musst du Hand anlegen, auf jeden Fall. Ja, dann. Schön laufen, laufen, laufen. Oh Gott. Habt ihr Zeit mitgebracht, Leute? Warte mal, läuft der von der... Läuft der von... Ja, läuft der. Ich glaube, ich muss nicht mal die Richtungstaste drücken, oder? Nimm doch mal den Stick weg. Ach. Tatsächlich. Tatsächlich? Damit wäre wär die linke Hand frei. Genau. So. Du musst ja leider out of Kamera trinken. Ja, richtig. Ich habe ja wieder so einen wunderschönen Krug. Ja, ich bereite für nächstes Mal auch einen vor. Guck mal, das ist wirklich schön. Das ist übrigens, ne? Hm. Bald ist es soweit, Leute. Auf The Final Heaven TV. Final 6 geht bald los. Ja, ja. Mit Kefka und mit Sabin und genau. Mit den ganzen, wie sie alle heißen, Leuten. Ah, ich freue mich drauf. Das waren noch Zeiten, ne? Gerade ist halt noch Final Fantasy 5, das Postgame hinten dran. Hatte ich ja eigentlich auch schon eine Folge wieder aufgenommen, ja, aber dann kam der Greenscreen, Bluescreen, kurz vor Ende, ohne Witz, kurz vor Ende, 40 Minuten aufgenommen. Und dann alles Moos. Da hätte ich mich ja ein bisschen aufgeregt. Alles Moos. Leider. Ich hätte gespeien. Und ich hätte doppelt speien können, weil ist bei, ich nehme ja Final 5, nehme ich ja mit Bandicam auf, oder Bandicam, wie es sich schimpft, und normal Order City. Und ich habe bei dem letzten Mal dann feststellen müssen, dass ich es hätte wiederherstellen können. Das komplette Ding. Ja, das war genau. Zu spät, als du es festgestellt hast. Ärgerlich. Aber egal. Sehr ärgerlich. Diese Emotionen, die da mitspielen, die sind... Aber warte mal, ich habe mir das Gefühl, als wäre ich noch nicht da, wo ich sein soll. Nee, vielleicht kannst du auch weiterfahren. Ne, sie sieht noch nicht nach Ausgang aus. Ah, gucke. Jetzt brauche ich die Ressource doch. Okay. Ah, guck mal. Vielleicht bist du da. Bin fast da. So, das waren jetzt 3 Minuten unseres Lebens, die wir in einem Fahrstuhl gesessen haben. Ach. Sofa. Nicht fallen. Oh, schön. Perfekt. Setz dich hin. Komm, Schatz. Ab. Mein linker Platz ist frei. Richtig. Und ich glaube, wir werden jetzt aber mal nutzen, da das Essen da ist. Wir werden die Folge hier zwar noch nicht beenden, wir machen aber hier mal kurz einen Aufnahmecut, sind dann aber gleich wieder da nach dem Essen. Ne? Ich bin wieder also, auf der 2, oder? Nee, du machst jetzt einfach mal einen Speicher auf Nummer 4. Man weiß ja nicht. Sind ja genug da. Genau.
Kurz was essen. Kurz schnell die Bedürfnisse stillen und dann geht's auch schon weiter. Euch gibt's kurz eine kleine Schwarzblende und dann sind wir gleich wieder vollgefressen wieder am Start. Also, bis gleich. Bis gleich. Noch irgendwo Fett im Gesicht? Nee. Alles gut. Hab ich noch Fett im Gesicht? Vielleicht auf der Stirn, sie glänzt. Ja, wir sind voll im Magen. Echt voll. Es geht direkt weiter. Für euch hat um mal ein Filmzitat rauszulassen von Doc Brown, für euch hat die Reise nur einen Augenblick gedauert. Für uns allerdings war sie, keine Ahnung, eine halbe Stunde, 20 Minuten. Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Erstmal mit stillem Wasser runterspringen. Ich denke mal, du musst darüber, ne? Guck dir das mal an. Ja, das sieht tief aus. Wird einem ja ganz komisch, wenn man hier so... Wir haben gerade gegessen. Aha. Da ist ein Bricken. Da kannst du runter. Und da ist das Seil oder so. Oder eine ganz lange Eisenstange, aber die man lang krabbeln kann. Sollte ich versuchen, sie... Ja! Vielleicht kann man sich schon da hinholen, wo du gerade stehst. Bonsoir! Bonsoir! Also das sieht, Bonsoir. Nicht, das sieht nicht weit aus, das kriegt sie hin. Ja. Hui! Fast in den Kolben gefasst. Ich halte mich einfach mal an der Stange fest. Richtig. Eieiei. So, da kommst du wahrscheinlich nicht rüber, aber da unten wahrscheinlich irgendwo lang. Sehen Sie den? Ja. Den Weg? Oh, ja. Siehst du den Weg? Das sieht nach Klettergerüst aus. Ja, oh ja. Gehen Sie runter. Ich glaube, das kannst du da oben einfach erstmal lassen. Ich, ne? Wer war der Knopf zum Kreis? Dass du da so safe dran gehst zumindest. Ging safe dran, Bruder. Bruder. Eigentlich, ich hatte 30, eigentlich Kreis gedrückt. Oder? Drei gesehen springen. Ja. Ah. Okay. Nice one. Ich glaube, du kannst dich einfach fallen lassen mit X. Ah. Ja, guck mal. Guck mal. Stark. So geht das. Jungs. So geht das. Wann blendet das? Was für ein merkwürdiges Gebäude. Siedler 3 Vogel. Ich werde es immer wieder sagen. Zack. Und dann erstmal rüber. Das kann ein bisschen dauern jetzt. Hauptsache, aber bloß nicht fallen. Ja, man kriegt ja erst nochmal präsentiert, wie tief man fallen würde. Ja. Ist auf jeden Fall ein Instant Death wäre. Allerdings. Davon rede ich auch mal aus. Und das sieht mir aber alles so ein bisschen nach heikel aus hier. Ich glaube, du musst hier da links dann tatsächlich hoch. Guess this could be funktionieren. Und ich bin schon am äußersten Rand, ja? Ja, man würde noch X drücken. Hiya-buffa. Hiya-buffa. Zack. Sieht gut aus. Ja. Top. Ich glaube, ich erinnere mich auch an diesen komischen Raum. Der ist ein bisschen knifflig. Aha. Na dann, ist ja gut, dass du da bist. Ja. Auf jeden Fall müssen wir die Wand dort runterfahren. Richtig, lassen. Die Brücke muss ja dann im Endeffekt. Und die musst du, glaube ich, so runterlassen, indem du an dieser Kette schwingst und dann dagegen schwingst. Aber. Damit das umfällt. Aber ich bin zu klein, um an die Kette zu kommen, richtig? Allerdings. Bist du auf jeden Fall. Und wenn du so einfach gegenläufst, passiert, glaube ich, nichts, ne? Und dann also gegenspringst. Ist ja nichts. Da ist doch was Komisches, so eine. Leiter, die ins Nichts führt. Ja, das ist, glaube ich, keine gute Idee, weiß ich nicht. Da ist mal ein bisschen umgucken. Oder ist hier man könnte da rüber, dann da hochkrabbeln, dann dort. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, ich auch nicht gerade, aber da hinten ist, glaube ich, auch kein Weiterkommen, oder? Ich guck mal. Man kann ja erstmal gucken dann. Mann, ich mag diese Höhen hier nicht, ne? Bin ganz ehrlich. Ja, irgendwie. Ich würde die Höhen ja mögen, wenn die Steuerung sehr präzise wäre, ne? Dann wäre das ja also kein Problem und so. Guck mal, da ist was zum Anzünden, da ist ein Turm. Guck dir mal den Turm an. Genau. Der sieht sehr instabil aus. Vielleicht. Aber auch nur ganz vielleicht. Kann man diesen Turm irgendwie zum Einsturz bringen. Gerade weil da auch diese Fackel ist, ne? Also beziehungsweise das Feuerchen da. Geh mal, guck mal. Ach, guck mal. Ich hab schon Bomben gesehen. Okay. Springen wir da rein? Ich hab schon die Tür gesehen. Guck mal, Bomben? Ja. 8 Stück? Ja. Und 2... Da ist Holz, da sind Holzteile. Das heißt, man müsste jetzt quasi... Also wir versuchen jetzt mal, diesen Turm da oben zu hauen. Also ich würde jetzt das wird, glaube ich, sehr knifflig werden, aber ich glaube, du musst auf jeden Fall dir eine Bombe nehmen, so einen Holzstab und dann erstmal darüber laufen.
kannst den Stab, glaube ich, auch gleich mitnehmen. Ach so? Wenn du deine Waffe da ablegst. Wir müssen halt nur dann. Ja. Wir müssen halt nur dran denken, dass die. Das wird unseren Kolben dann noch mal mitnehmen. Wie genau droppt man. So. Ah. Gedroppt. Und die kann ich auch gleich nehmen? Ja, theoretisch. Zieh die mit. Und praktisch auch. Ja. Werfen ist ja einfach nur so laufen und dann irgendeine Taste drücken. Dreieck, glaube ich. Dreieck, ne? Ja. Aber nicht jetzt. Ja. Gott sei Dank ist hier so ein Ding. Sonst. Du bist aber gerade nur gesprungen, du hast sie nicht geworfen, ne? Tatsächlich. Ich also bin. Warst du jetzt. Wir haben ja noch genug Bomben. Versuche jetzt erstmal den. Ich glaube, Kreis oder so, wenn du läufst, einen Kreis drückst. Jetzt hast du mit Kreis abgesetzt, ne? Ja. Das heißt, wenn du läufst, kriegst du jetzt da nicht mehr hoch. Ich glaube, die Bombe hat's vergessen, ja. Kann ich sie nicht nochmal aufheben und dann versuchen, irgendwie hochzuschmeißen oder so? Ja, nee, wird nichts. Wird nichts? Glaube ich nicht. Können sie runterschmeißen. Kannst du das Werfen trainieren? Warte mal, wie habe ich denn vorhin geworfen eigentlich? Mit Kreis. Hä? Das heißt, ja, wenn du läufst und Kreis drückst, dann wirfst du. Eben wolltest du schon fast, ja. Guck, buff. Tschüss! Bums. Alter. Okay. Die ist weg. Okay, du weißt jetzt, wie du werfen tun musst, ne? Ich glaube, das ist jetzt alles ein bisschen eine Sache von Timing. Ja. Wenn du dann aber diese Bombe, du legst die erstmal ganz normal dort ab, ja. Zündest dein Stäbchen an, zündest die Bombe an, nimmst die Bombe auf. Ach du meine Güte. Läufst oder gehst dann ganz normal und wirfst sie dann Richtung diesen. Ich möchte nochmal ganz kurz werfen üben, glaube ich. Das war irgendwie noch nicht so das, was ich. Kannst du hier in diesem Raum machen. Ja, ja. Also. Man nehme eine Bombe. Man gehe in eine Richtung, betätige den Knopf. Genau. Gut, das ist erstmal eins. Sehr gut. Dann bin ich nochmal. Wir zünden sie an und wir schmeißen. Sieht sehr gut aus. Ungefähr so muss das laufen? Ungefähr so wird es gleich laufen. Hm. Mit dem Kolben wird das jetzt. Ja, falsche Richtung. Die Kolbenfresserin. Warum? Nehmen wir einfach mal eine andere. Bumm. Zack. Wir haben ja noch ein paar Versuche. Hoffentlich. Ich weiß ja nicht, wie viele Bomben man insgesamt braucht. Keine Ahnung, ich glaube nur eine. Also, du nimmst, legst die da einfach mal ganz normal hin, die jetzt nicht beim Laufen, genau, einfach mal hinlegen. Dann zündest du das an mit dem Stock, gehst dann zu der Bombe hin, hebst die Bombe auf, gehst ein Stück nach vorne und wirfst sie gegenüber rüber zu dem Tor. Also muss ich sie anzünden. Eigentlich theoretisch ganz easy, ne? Praktisch. Kreis. Praktisch. So, jetzt gehst du, glaube ich, einmal nur kurz an die Bombe. Sie ist an. Kreis. Stück nach vorne gehen. Ja. Ja, geil. Ja, geil, Alter. Beim ersten Mal. Also, ich wusste, dass eine reicht. Dann hätte ich mir nicht so in die Hosen gemacht. Aha. Gut. Gut, jetzt haben wir schon mal. Stand ich da gerade noch? Nee. Glaube ich, einen Schritt waren wir schon mal voraus. Nee, das stand's ja nicht. Stehst hier vorne. Ach ja. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall schon mal den zweiten Schritt, den wir eigentlich hätten machen müssen. Ach so. Du holst erstmal deinen Kolben wieder. Ja. Wir müssen, glaube ich, echt in diesen scheiß Turm da auf. Ja. Aber das ist so gut. Läuft. Das ist gut immer. Und das mit der ersten Bombe. Ja, Mensch. In Klammern das ist zweite. Ja, in Klammern zweite. Ja, das war die zweite. Ist eigentlich nur da hoch. Jetzt kommt halt der tricky Part. Ach so, das war noch nicht der tricky Part. Also, glaube ich, einfach nur, sonst einfach nur darüber springen. Das müsste eigentlich schon reichen. Also, dass du dann da hochgehst. Achso, hier links ist nichts. Nee, das haben wir ja gerade geöffnet. Dann müssen wir dann wahrscheinlich mit ihr gleich weiter. Dann da hoch, Kiste runter. Ah, ja. Ja. So. Aber ich glaube, wir müssen erstmal die erste Hürde. Ich frage mich nur, ob ich ja safe bin. Also, weißt du? Du weißt ja, mit Kreis läufst, gehst du ganz normal, ne? Hi. Uff. Ja, ja. Also es glaube ich, es reicht, wenn du jetzt erstmal wieder auf dieses Ding und einfach nur rüberspringst. Das müsste eigentlich eine Höhe sein. Vielleicht in der Höhe der Leiter, dass du dich dahin stellst und dann rüber springst. Du stehst ja nicht gerade Höhe der Leiter. Du meinst mit Dreieck. Du stehst gerade auf dem Brett. Naja. Einfach machen. Gar nicht so drüber. Aber war das jetzt richtig? Ja, ist aber ja doch. Muss ich hoch. Muss ja hoch, denke ich. Einfach mal machen. Ja. Einfach mal auf das dumme Gelaber verzichten von dem Typen, der gerade nicht am Brett ist. Das ist. Man kommt doch ein bisschen. Mm. Na. Nicht nach links, du Junge. Wohl zurück. Ja, die Kamera hat sich umgestellt. Sollst du. Und alles hat sich verändert. Du sollst. Hoch! Warum geht er denn immer nach rechts, Junge? Ja, das liegt an der Kamera, denke ich mal. Hast du gerade nach links gedrückt und er ist nach rechts gegangen? Nee, ich drück irgendwie nach. Ich drück nach.
Ich drücke nach oben. Wenn ich nach unten drücke, geht er nach links. Und wenn ich nach schräg oben drücke, ja, okay. Okay, bin ich jetzt am... Nee, ich glaube, aber lass dich lieber mittig, nicht, dass du irgendwo runterrutscht. Du musst nicht an diesen Seil. Ach so. Du musst erstmal, glaube ich, rauf. Das ist nicht die Kette, die wir brauchen. Die Kette ist weiter hier. Ach so. Weiter da. Ah, nur euch verstanden, ja. Wir müssen da hören und dann darüber spinnen, denke ich. Hast du eine Sache geschafft, müssen wir gleich nächste. Ich bin ein bisschen am Schwitzen jetzt gerade, Jungs. Ich weiß nicht, ob es das Essen ist oder ob. Es könnte beides sein. Wie gesagt, mit Kreis kannst du mal Kreis, rein. Du musst, ne? Sich eigentlich dran. Kumpel? Du hier! Lass mich bitte nicht nochmal hoch. Kumpel? Jetzt. Und nicht zu weit runter? Nicht zu weit, sonst. Nee, noch nicht. Hörst du wohl auf? Gut, jetzt einfach. Warte mal, wie war das mit dem Ausrichten? Mit einem Stick eigentlich nur links. Links, ja. Na, eigentlich schwingen du mit Kreis. Du bist halt, glaube ich, dagegen kommst und dann müsste das eigentlich. Wir werden sehen. Geschafft, nein! Und natürlich Dreieck drücken zum Loslassen, um dahin zu springen, ne? Ha! Wahnsinn! Ha! Der absolute Hammer! Aber es reicht nicht ganz, wir müssen sie immer noch... Mit ja, das kriegen wir hin, aber... Pass auf nicht, dass du runterfällst, ne? Boah, das ist jetzt so, wär so unangenehm jetzt, ne? Oh ja, das wäre richtig unangenehm. Das kann ich nicht bringen. Sehr, sehr unangenehm, wenn er... Alter! Oh, guck mal! Ich dachte gerade, sie ist in den Tod gesprungen. Ich brauch mich gar nicht. Denk wohl, sie ist was Besseres. Sie braucht mich nicht. So, über die neu erstandene Brücke. Erstmal ein paar Geländer hier ziehen, ey. Das ist mir alles zu kinderfeindlich. Das haben wir sehr gut gelöst. Eine große offene Fläche. Was hier wohl passieren könnte? Ich weiß es nicht. Die ist hängen geblieben. Nein. Wo sind die? Wo sind die Dimensions? Also auf jeden Fall. Ich vermisse die Dimensionsrisse. Die sehr gut geölt. Was ist denn eigentlich passiert? Ja. Ein bisschen Öl ausgelaufen. Ja, ich glaube, du musst sie wohl da stehen lassen erstmal. Wir hoffen einfach mal, dass alles gut geht. Wir hoffen, dass es ja. La 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 leo. Muss ich mich in einer Heldentat hier wieder runter. So. Da gibt's auf jeden Fall eine Leiter auf der anderen Seite runter. Was gibt's auf der Seite? Da ist eine Kiste, die könnte man rechts runterschieben. Auf dem fällt die da runter. Wo ist denn das Tor? Dahinter, ne? Oder man schiebt sie auf der anderen Seite runter? Ich hab keine Ahnung. Das Tor ist dort. Ja. Man könnte die Kiste auf der anderen Seite runterschieben, aber man weiß nicht, wo sie dann hinfällt. Fällt sie dann auf da ganz nach unten, das wäre doof, oder fällt sie da vorne hin? Ich glaube, wenn sie dann irgendwo, wenn es eine Kiste gibt, die man halt nicht, wo man sie hinschiebt, dann nie wiederkommt. Oh ja. Ah, vielleicht schiebst du die Kiste tatsächlich erstmal in die andere Richtung runter und kannst dann mit der Kiste den Schalter erreichen, sodass du irgendwas auslöst, dass sie mit Ruhe kann. Ja. Mir fällt gerade echt kein anderer Weg ein. Ich komme ja auch gar nicht zum Schalter sonst, ne? Nee. Okay, da hinten ist auch noch was. Also ich hoffe, dass die Kiste... Die landet da vor der... Muss ja, weil... Ja, da ist der Schatten, hat sie schon gesehen. Stimmt, da ist auch noch was da hinten. Ja. Da ist das Laserschwert. Ist das zum Drehen? Ich frage mich immer noch, wo das Laserschwert ist. Schieben wir einfach da runter. Ich glaube, das müsste tatsächlich... Flop. Alright. Ich werde einfach mal jetzt diesem gerade vorgeschlagenen Weg... folgen. Ja. Ich hoffe, dass nicht irgendwann wer angreift. Bro. Komm, geh ran. Ja, jetzt wäre schlecht, weil ich bin gerade auf der anderen Seite. Wahrscheinlich wird jemand angreifen, sobald ich den Schalter umlege. That could happen. Da muss ich ganz, ganz schnell wieder hoch. Muss schnell sein, ja. Dann muss ich meine Turbo-Stiefel auspacken. Also. Ich glaube, ich weiß schon, was kommt. Echt? Also jetzt, da fährt die Kette oder so raus, ja. Flupp. Und da musst du dich dann irgendwie rüberschwingen. Zu diesem komischen Gerät da oben auf dem... Ja! Moment. Du musst da rüberschwingen zu der Kette, um dich dann zu diesem komischen Kreisel darüber zu bewegen, der dann irgendwas anderes aktiviert. Was weiß der? Verlangst du mir jetzt echt einen Skillsprung? Oh, ja. Weia. Oh, weia. Und das nach all der Tat. Nach all den Jahren. Um keinen Druck aufzubauen. Nach all den Jahren. Um keinen Mal Druck aufzubauen. Ich könnte nur nochmal zurücklaufen, aber das wäre feige, ne? Mach mal nicht. Ja. Also der Sprung, der ist jetzt der Sprung, ne? Der Sprung da. Geht doch. Ich habe hier die ganze Zeit diese komische Kampfmusik in den Ohren, ne? Aber ich höre sie nicht. Nee, also, sie ist auch nicht da. Ist in meinem Kopf.
Ihr gehört doch. Vor allem, ich kann nicht genau abschätzen. Es ist machbar, würde ich sagen. Ne? Auf und springen. Ja. Und man muss mit bestätigen den Sprung dann auch in der Kette, eigentlich oder? Eigentlich nur Dreieck drücken, das reicht ja schon. Er ja. hält sich von alleine fest. Nur Dreieck drücken beim. Ah, guck mal. Jetzt musst du tatsächlich echt sehr, glaube ich, lange schwingen, um da ranzukommen. Weil wenn du nach unten gehst und schwingst, dann wird es, glaube ich, nichts. Da ist so ein Fenster, da lande ich bei den Bomben. Das will ich auch nicht. Ja, nee, das willst du nicht. Nee. Und denk da mal, du musst dich tatsächlich auch nicht hin. Du musst dich tatsächlich oben sehr weit einfach mal Kreis drücken und dann gucken, wie lange er schwingt. Das sieht mir irgendwie ein bisschen erfolgslos aus. Vielleicht ein Stück weiter runter? Wie höre ich ihn auf? Loslassen, ne? Guck mal, aber der hat Power, ne? Einfach Kreis loslassen. Ja, dann hört er auf zu schwingen. Aber er lässt sich noch nicht los. Perfekt. Also vielleicht ein Müh, aber ein Müh. Mal, ein Müh noch. Naja, ein Müh ist ja. Ein Müh ist ja. Ist gleich. Zu weit. Ja, ja, aber. Nee, dann muss es tatsächlich von oben. Also. Vielleicht von hier ist noch ein Zwischenstück. Ja, probieren wir mal den. Dann so weit schwingen wie geht und dann einfach mal rüber. Hopsen? Ja. Bis man merkt, dass es nicht weitergeht. Oh, da muss ich ja noch mal ganz kurz hier. Nochmal kurz Mut antrinken. Für diesen wackelmütigen Sprung. Da passiert. Nix. Alles sauber. Sieht für mich jetzt aber auch nicht weiter aus. Schön Dreieck drücken und die in die Richtung nicht vergessen. Wenn die Füße quasi rechts an dem an der Grenze sind, drücke ich Dreieck. Und dann gucken wir mal. Jetzt. Jawoll! Geil. Ach. Jetzt aber schnell mal das Rad bewegen. Man weiß ja nie, wann es vorbei ist. Ich glaube, du musst auch definitiv wieder zurück, ne? Weil anders geht's nicht. Auch mit Schwingen, ne? Ja. Boah, es ist brutal. Ist das brutal. Aber was wird getriggert? Ja, einfach eine Gondel, damit sie da rüberkommt. Okay. Ui. Ui. Aber du hast die Kamera auf deiner Seite. Ich weiß nicht, warte mal. Doch, hast du. Einfach auf den Springen. Eieiei. Warum springt er denn nicht? Oh, das war gerade wirklich sehr unangenehm. Warum ist er denn nicht gesprungen? Eieiei. Nur drei gedrückt. Ich habe schon wenig Haare, aber ich schätze mir beinahe Fuß ausgerissen. Warum ist er denn nicht gerade nicht gesprungen? Ich weiß nicht, war vielleicht warst du nur an einer Kippe. An einer Klippe. Oh, ich dachte gerade, du springst tatsächlich irgendwo rechts in die Botanik. Ne? Moment, wir müssen mal die perfekte Höhe nochmal aus Baldoran. Ich würde sagen... Ja, vielleicht kann man noch Mühe holen. Aber nur Mühe. Ja. Ja, doch, das schafft er. Ja? Ja. Ich weiß nicht. Lass ihn erstmal schwingen. Ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich habe da ein mieses Gefühl. Ist das hier so warm oder ist das das Spiel, was mich so ins Schwitzen bringt? Es ist beides, vielleicht. Nee, ich glaube, der... Guck mal. Weiß nicht. Was meinst du? Ja? Blut zur Mücke, Alter. Ja, Wolleck. Obwohl er schon im Rückschwung wieder war, ne? Habe ich nicht ganz den optimalen Zeitpunkt getroffen, ja, das stimmt. Okay, einfach wieder eine Kette hier runter und dann mit der Hose drüber und dann vielleicht haben wir gleich schon das nächste Sofa. Sehr schön, ja. Komm schon, Kumpel! Kreisen. Ups. Nein, du sollst nicht schwingen. Nicht Kreis drücken. So. Hui, so, jetzt ist einfach nur die letzte Schwierigkeit, da einfach drüber zu springen. Das können ja daran jetzt nicht mehr scheitern, oder? Komm mal kurz her, bitte. Ja, geh mal aus dem Weg. Dass du da nicht im Weg stehst. Bleibst du wohl hier. Es ist so einfach. Es ist so... Alter. Das war jetzt für die Zuschauer. Warum hat er denn seine... Oh, oh. Du musst zurückspringen. Ihr Miesen! Das ist ja ein gemeiner... Also wirklich? Also das ist ja echt gemein. Warum passiert sowas mir? Erstmal springt er fast in den Tod, ja? Also wirklich. Und dann erscheint auf einmal die Musik. Die Musik. Also jetzt kleben meine Finger wirklich am Controller, muss ich sagen. Ja, das war's schon. Vor allem, ich muss das jetzt nochmal machen. Und denk dran, gerade zu springen. Und mach's nicht so spannend, Alter. Ja, ich weiß immer nicht, was gerade hier ist. Das war wahrscheinlich gerade. Ja. Moment, erstmal die Dame holen. Genau, richtig. Bonsoir, bonsoir. Ich krieg das ja irgendwie besser hin mit dem Sprung. Bonsoir. Ach, die braucht mir ja gar nicht. Eigentlich nicht. Muss ich sie vernünftig platzieren, dass sie mir nicht im Weg steht? Hier so? Ja.
Alter. Ich kann das jetzt nicht im letzten Sprung. Das kann nicht sein. Eigentlich nicht. Das kann nicht sein. Jawohl. Das wäre ein Drama gewesen. Blue Screen. Das wäre ein Drama gewesen. Nein, bitte nicht. Wollen Sie ja nicht beschwören. Ja, guck mal, sie braucht ich echt nicht. Oh. So schön rein da und aufs nächste übersetzen. Sofort. Sofort. Naja, wenn es denn da ist, ja. Ich hoffe doch. Ah ja. Jetzt bin ich um sie durchgelaufen. Ich bin so ein... Ah, ja, sie ist doch da. Bonsoir, bonsoir. Wie Sie sehen... Geh mal da oben raus. Da ist ja Licht. Wie Sie sehen... Da ist ja Licht. Komm schon. Gott sprach, das wäre oder es war aber gerade wirklich brutal. Oh ja. Also da habe ich echt kurz fast mir in die Hose gemacht. Ich? Da hat mich viel gefehlt. Hab mir zweimal in die Hose gemacht, gefühlt. Du meinst hier hinten könnte vielleicht eh noch mal raus? Ja. Ah. Haben wir schon mal. Nee, ja, auf der anderen Seite. Wir kommen in die Nähe des anderen Reflektors. Ach Mensch. Ja, ich würde die Treppe jetzt nicht nach oben gehen, weil ich glaube, das ist genau so ein Findenraum. Ja, ich glaube, das nächste Sofa müsste beim da hinten sein. Also die über die. Du musst eigentlich immer weiterlaufen. Ich mache einfach mal, ja? Ja. Komm schon, Mädel. Ja. Do that. Komm schon, Joba. Stimmt, wir sind. Guck mal hier, da unten ist ja das Tor. Ja. Sag ja, wir sind cool. Jetzt nicht am Ost, sondern wahrscheinlich am. Habe ich da gerade einen Schatten gesehen? Nein, habe ich nicht. Habe ich mir nur eingebildet. Ja, wir sind quasi auf der... Westseite. Westreflokta. Reflokta. Aber willst du kein Sofa sehen? Ja, dann in dem Gebäude dort. Denke ich. Über sieben Rücken musst du gehen. Komm, Schiri, führ mich durch die Tür. Führ mich zum Schotter. Zum Sofa. Führ mich zum Sofa. Eieiei. Zoom! Ab zum Reflok da. Veloma. Guck mal, die ist einfach. Einfach vorgegangen. Was ist los? Einfach vorgeprescht. So, wenn mich jetzt nicht alles deucht, müsstest du eigentlich erstmal da die Leiter hoch. Mit ihr. Die hier? Genau. Und dann müsste da irgendwo. Der schön, ja. Vielleicht ein Sofa. Ja, gerade kommen gesagt? Nee. Bonsoir, sagt. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Winke, winke. Da bestimmt. Da bestimmt, was wir gerade nicht sehen. Ja, ich denke auch. Ich hoffe es. Es muss ja so sein. Sieht auch in einer sehr weitläufigen Area hier aus. Ne, so ähnlich wie bei auf der anderen Seite, nicht? Kein Sofa. Warum denn nicht? Puh. Na dann hoffen wir mal das Beste. We hope the best. Also hier sehe ich schon mal... Gehen wir vielleicht da die Treppe oder Stöcko? Schwert und Stöcker. Schwert ist ja für mich uninteressant mit meinem Streitkolben. Richtig? Ja, du hast ja einen Streitkolben. Eben. Guck mal, ich glaube das Seil kann man durchhacken, indem man hochspringt und... Hackt. Das will sie vielleicht loslassen. Ah, gut gehackt. Tatsächlich. Sie haben sehr gut gehackt. Tatsächlich. Vielleicht ist ja jetzt da ein Sofa drin. Ja. Nicht? Ich würde mich jetzt wirklich gerne mal auf so ein Sofa kurz hinschillen. Das wäre ganz gut. War gerade echt anstrengend und dieses ganze Gespringe und... Ah, da ist glaube ich die... Ich glaube, wir sind vielleicht noch auf der falschen Seite. Ah. Aber, ist ja egal. Da kommt man nicht hoch bei Wasser. Bei mir kommt man das auch bekannt. So ein leichtes Déjà-vu. Wir hatten ja schon mal sowas ähnliches. Ich sage, genau auf der anderen Seite war genau dasselbe Krams. Man muss wirklich die gleichen Sachen nochmal machen? Ja. Ist ja interessant. Also, naja, nicht die gleichen Sachen, ja, aber es ist ein bisschen... Komm schon. Gucken wir, was auf der anderen Treppe da ist. Ich vermute mal, kein Sofa. Nee, aber vielleicht auch was man öffnen kann via Durchtrennung eines Seils. Tatsächlich. Guck mal an. Zack, bang. Gucken, was da drin ist. Bonsoir. Das muss doch jetzt bald mal Sofa kommen. Wir haben so viel erlebt. So viele. Deswegen, das ist vielleicht extra so, ja? Da kommen irgendwie zwei Sofas 10 Minuten hintereinander und dann kommt eine Stunde lang wieder keins. Also. Oh, ich habe was gehört. Ich höre es auch. Oh. Gott sei Dank. Setz dich ganz schnell drauf. Schnell. Setz dich ganz schnell drauf.
Komm schon. Speicher ab. Setzen. 6. Ja. Speicherung. Wieder einen weiter? Ja, auf jeden Fall. Auf Save 5. Sehr richtig. So, gut. Wir machen wieder ein kurzes Zwischenpäuschen, damit wir das Ding hier auch ein bisschen haben. Ich muss den Schweiß weg aus dem Gesicht. Ja, der muss sich kurz duschen gehen. Ich bereite mich auf die Session vor. Oh, guck mal. Fast auf den Punkt. West-Idol-Treppe. 5,59,8. Ja, gut. Erstmal wieder den Danke fürs dabei gewesen sein bei dieser doch recht spannenden Folge. Sehr aufregend. Sehr aufregend. Ja. Und würde mich freuen, oder wir würden uns freuen, absolut, dich in der nächsten Folge wieder zu sehen. Sehr gerne. Nicht? Also, hau erstmal rein. Bis später. Tschüssi. Tschüss.